Komm schnell. Tüsschen, komm schnell. Alter, was ist das für eine... Was ist das für ein Dreck? Lauf, 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 lauf. Alter, was? Aufgrund der schweren Befestigung dieses Ortes haben wir nur wenig Infos. Du musst den Ort auskundschaften, um einen Angriffspunkt zu finden. Lokalisiere die Geisel und plane einen Weg zum Ziel. Thermite ist mit der Brimstone ausgerüstet. Eine exotherme Sprengladung, die sich durch Metall bohrt und dir durch schwer befestigte Wände und Böden Zugang verschafft. Und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Rainbow Six Siege. Den Singleplayer, die Situation, Stufe 8. Wir müssen hier eine Geisel befreien. Und ich habe auch gesehen, wo sie ist. Ich kenne die Karte hier aus dem Multiplayer. Ich habe mich schon jetzt ordentlich gezockt. Dementsprechend ist es umso peinlicher, dass ich in den Situationen auf normal es immer so verkacke. Und zwar müsste die Geisel da sein. In diesem Raum, wo dieser kleine Zug ist. Oh, da ist Fetti. Ich düse mal hier rein. Da ist nämlich der Durchgang. So, zack. Da ist die Geisel. Die Geisel ist in Sichtweite. Kein Ding. Dafür, dass wir kaum Infos haben, wussten sie aber ganz schön viel in dem Infovideo. So, ah, da hackt auch noch einer. Okay, hier hackt einer. Hier sind zwei drin. Okay, hier kann ich nämlich auch eine Granate reinfeuern. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Ja, ja. Okay, hier kommen wir nicht mehr raus. 5 Sekunden. Hallo. Geisel entdeckt. Zu ihrer Position begeben und die Geisel sichern. Okay. So, da ist ein so ein Fetti. Der muss weg. Thermite. Oh, da ist er. Oh nein. Jetzt geht er hier gerade lang. Kann nicht wahr sein. Oh, 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 Glück gehabt. Er hat sich ein... Alter, der wird aber auch gleich wütend, ne? Erst leuchtet er blau. Kaum sieht er einen, ey. Wie so ein Stier. Direkt rot. Übertreiber, ist so ein Übertreiber. What? Ach, die Handgranate ist hier explodiert, ja. Bitch. Oh, ein Glück, der Fetti ist schon weg. Mensch, diese dreckige Stacheldraht hier. So, hier ist keiner. Wir müssen in den Raum da drüben. Aber das werde ich gleich... Achso, ich lade nach. Ich dachte, ich habe eine Granate. Das wäre jetzt suboptimal gewesen. So, wir müssen hier rein. Und zwar hocken da an der Kante zwei Typen. Hier sehe ich sonst keinen. Guck mal kurz, was oben abgeht. Hier könnte ich durchs Fenster abhauen mit der Geisel. Ich mach das mal auf. So. Gucke mal rum hier ein bisschen. Ich weiß nicht, ob hier die Spawns der Gegner unendlich sind oder ob ich wirklich alle besiegen kann. Aber hier ist nicht so ein unendlich Zeichen, ne? Das heißt, es wäre definitiv praktisch. Übertreib doch nicht gleich so. Dumme Sau! Ach so, das war deine Blendgranate hier noch? Die kam zu spät, mein Freund. So, hier oben ist jetzt sauber. Dann atze ich runter. Hier wird eh keiner sein. Oh ne, ich gehe auf der anderen Seite wieder runter. Mist, ich muss mir unter 5 Minuten schaffen. Jetzt muss ich mich mal beeilen. Ich muss sie überhaupt erstmal schaffen. Die Zeit interessiert mich nicht. Ich möchte die Geisel retten. Egal in welcher Zeit. Hier draußen hockt aber keiner. Nee, da war ich ja selber. So, ich jag das hier jetzt in die Luft. Drück deine Granate rein. Schnell, 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 schnell. Krieg ich die beide? Ein. Okay. Den hinterm Schild nicht, oder was? Da. Headshot. So, wie viel waren hier? Ich weiß nicht mehr. Was? 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 Meine Güte. So, jetzt wäre gut zu wissen. Was? 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 Von wo?
Was? Was für eine Granate? Ich verstehe. Der Assi, ey. Meine Güte. War das jetzt der aus dem Zug? Nee, wa? Kann ich da eine Granate rein? Krieg ich das hin? Da ist er. Er kommt raus. So. Oh. Okay, hier ist keiner. Offensichtlich kommt hier auch keiner. Ich kann ja auffüllen. Ich fülle mal schnell auf, dann habe ich nämlich Granaten. Und dann jage ich ja aber alle in die Luft da. Ja gut, 3 Granaten sollten reichen. Kommen Sie bitte mit. Keine Sorge. Geisel gesichert. Ich bringe Sie hier weg. Evakuiert werden. Ich bin ein sehr guter Schütze. Geisel absichern. Feinde nähern sich. Geisel ist frei. Die Geisel sichern. Das habe ich doch gesehen. Bam. Einer. Eieiei. Kommt hier noch einer? Ist hier noch wer? Komm schnell. Tüsschen, komm schnell. Alter, was ist das für eine... Was ist das für ein Dreck? Lauf, 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 lauf. Alter, was? Das ist doch nicht wahr. Messer ihn doch einfach. Mann, das ist doch so eine Scheiße. Warum messert er ihn nicht? Ich verstehe nicht, warum er ihn nicht messert. Das ist doch nicht normal. Alter, das... Mir fehlen da die Worte. Mir fehlen die Worte, wirklich. Das gibt's doch gar nicht, das ist auch normal. Glücklicherweise habe ich bei anderen YouTubern auch mal reingeguckt und da tun sich einige ganz schön schwer auf normal. Bin ich also nicht der einzige Vollidiot. Aber so langsam, oh, meine Güte, kriege ich einen Krampf am Arsch. Wir müssen Sichtkontakt zur Geisel herstellen. Was wollte ich sagen? Ja, ist auf jeden Fall schwer. Ja, viele tun sich hier schwer auf normal. Ich habe noch keinen gesehen, der hier auf schwer spielt oder auf realistisch, ey. Ohne Scheiß, wie viele Gegner hier sind? Was soll ich denn hier machen? Wie soll ich hier folgen? Man wird immer mal getroffen. Also ich zumindest bin da zu dumm. Ja, es ist wieder hier, ne? So, dann stirb. Stirb, Drohne. Fetti, mach die Drohne kaputt. Schieß. Okay. Die Geisel lokalisieren. So, das heißt, der kommt auch wieder hier vorne rechts hin dann, ne? Den will ich weg haben, ey. Der darf hier nicht rumlaufen, während ich hier meinen Einsatz mache. Sonst geht das hier ganz in die Hose. Das hat ja eben... Hatte ich ja ein bisschen Glück. Headshot. Alter, was? Da, das gibt's doch gar nicht. Auf was... Was schieße ich denn, hä? Auf was schieße ich da denn? Ja, die Granate macht ihm auch gar nichts. Also, das ist doch so ein Misttyp. Meine Herren, nur. 27 Schuss gebraucht. Ja. Ich wäre so gedacht, mein Freund. Oh, was? Jetzt habe ich schon wieder nur noch 83. Meine Güte. Alter, das ist ja völlig übertrieben. Dann hast du die Geisel und auf einmal kommen die von oben, von unten, von hinten, von vorne. Also. Das finde ich wirklich... Also ich finde es echt hart. Meine Herren, nur. So, zünde. Jetzt nehmen wir Granate. So, bisschen Granate. Bitch. What? Ach da. Oh. So. Ist jetzt hier offen. Hilfe. Das ist natürlich nicht gut. Nicht, dass ich da runterplumpse. Ja, ich hab dich gesehen. Dummes Schwein. So, ist immer das Gleiche. Ist Sichtkontakt. Gehe ich jetzt wieder runter. Gehe ich jetzt wieder runter? Nein. Ah, Mist. Ach, Mist. Nein, nein, ich... Oh, fuck. Scheiße. Das habe ich natürlich nicht aufgepasst. Na gut, okay, nicht so wild. Gehen wir jetzt schnell wieder hoch. Schnell. So, und zwar hatte ich nämlich vor, ich will hier nicht wieder runtergehen. Hier kommen mir nämlich zu viele Feinde von vorne und hinten. Dementsprechend mache ich jetzt hier kaputt. Achtung, Mikro. So. Und zwar, da ist noch der eine Köter aus dem Zug, ne? Hör auf mich zu schießen! Oder ist der noch hier? Ach, der guckt hier noch, der Dreckige.
Fürst Metternich. Wir haben die so, Abflug, Mädchen. Wir machen jetzt anders. Nicht runterfallen. Schnell. Feinde unterwegs, ja. Wir springen hier raus. So. Und jetzt erstmal Eskorte beenden. So. Ja, 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 ja. Ach. Ist er pünktlich weggekommen, der Assi. Gut, den habe ich. Ich wette, ich setze einen Fünfer, dass da gleich hinter mir einer kommt. Oh. Da, das sind unendlich Feinde sind hier. Oh, das ist doch nicht zu glauben, Mann. So, immer noch 83. Das ist schön. Wer steht? Ach, da! Ja, den sieht man ja gar nicht. Ey, was? Jungs, das ist doch so übertrieben. Da ist auch schon wieder einer. So, jetzt flink. Flink, Mädchen, komm. Zielperson gesichert. Komm. Geisel muss evakuiert werden. Runter. Vollgas. Evakuierungszone. Wehe, jetzt kommt einer. Dann raste ich richtig aus. Hinter mir bleiben. Schnell, schnell, schnell. Bleiben Sie hier und bewegen Sie das nicht. Oh Gott. Ja, Mann. Gut gemacht. Geisel befreit. Also ja, ich finde, die hätten das auch ein bisschen anspruchsvoller machen können. Denn so war das eigentlich relativ einfach. Man muss das nur clever anstellen. Ja? Ich meckere ja. Ui, Alter, ich hatte sogar nur 50 an verbliebener Energie. Meine Güte, das ist eine Premiere. Das habe ich glaube ich noch gar nicht geschafft. Hervorragend. Dafür habe ich mir einen Daumen nach oben verdient. Und oh, einen netten Kommentar. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.